Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Karte. Und zwar, wie die ein oder andere sieht es wahrscheinlich schon, und zwar auf der Stappenbach im LS19. Ja, kommen wir ganz kurz dazu, wieso so lange nichts mehr kam. Und zwar, ich habe leider den blöden, sehr, sehr blöden Fehler gemacht. Und zwar habe ich das 1.6er Update am selben Tag gemacht, als es rauskam. Ist mir danach auch eingefallen, dachte mir, steuere ich komplett blöd. Das sollte man ja eigentlich nicht machen, oder macht man nicht. Und ja, da hat er das ja eigentlich noch mehr oder weniger funktioniert. Aber als ich dann das Update, beziehungsweise der 1.6er Patch ist gar nicht raufgegangen. Er wurde zwar drauf gebrannt auf die CD, aber er hat im Spiel nicht funktioniert. Nochmal versucht, dachte mir, ja, erster Tag funktioniert vielleicht nicht. 5 Tage gewartet, nochmal versucht. Funktioniert immer noch nicht. Nochmal versucht, funktioniert immer noch nicht. Dann, ja, habe ich mir gedacht, ja, was machen wir? Bestellen wir eine neue CD? Bestellen wir eine neue CD. Habe ich gemacht, ist jetzt die Tage angekommen. 1.6er Patch draufgespielt. Funktioniert, ist alles drauf. Aber die Geißelbrücke ist halt weg. Es war alles weg. Mods, alles. Sprich, ich musste alles neu aufsetzen. Habe ich jetzt gemacht. Bin jetzt gleich auf die Stappenbach gegangen, weil Geißelberg mache ich jetzt danach. Werde jetzt danach wieder alle neu aufsetzen und so weiter. Und ja, heute ist dann mal wieder die erste Folge gekommen. Ich habe jetzt ein bisschen vorbereitet hier. Und zwar ist das ganze Projekt Stappenbach hier ein bisschen auf den LS17 angelegt. Also Fahrzeuge technisch, wer da gerne bei Werner von den Burning Gamers vorbeischauen kann. Und ja, ich habe jetzt versucht, mal alles wieder so machen wie vorher. Wir haben hier einmal unseren Steyr, den hatten wir auf der Geißelberg auch schon, den CVT6230. Dann haben wir hier einen Klask-Serien, und zwar die alte Variante. Die gefällt mir nämlich ein bisschen besser und ist halt nicht so riesig. Dann haben wir hier einen 930 Vario. Hat sich sicher auch der ein oder andere auch bestimmt mal gewünscht. Und für die Johnny-Fans haben wir hier auch noch einen 7530 Chondere Premium. Soviel zu unserem das ist noch nicht unser Fuhrpark, und zwar haben wir hier drüben noch einen Johnny, und zwar den 4040, das ist die alte Variante, gibt es bei ModHub, die ist mit ein bisschen Mouse-Control, und das wird unser Saatgut- und Düngerlieferant. 17er gab es den auch schon, aber halt ein bisschen kleiner. Dann kommen wir mal zu den Anbaugeräten, und zwar haben wir hier vieles von Fernland, so jetzt hat, ihr seht hier einmal Fronttank plus Heck-Sämaschine, dann haben wir hier einmal einen Grupper, zwei Lemken Pflüge, ich glaube Saphir ist das, oder? Ne, Diamant. Zwei Lemken Diamant. Einmal einen Fernilander Düngestreuer. Dann den hatten wir auf der Geißelberg auch einen von Lizard, halt eben von dem Oldtimer Package oder Youngtimer Package. Mit der etwas komischen aussehenden Rundumleuchte da hinten. Ist auch dabei. Ein wunderschöner Strautmann Aperion 2401. Für wenn wir mal häckseln wollen. Und dann gehen wir mal darüber. Der Ladewagen ist, so wie er aussieht, wahrscheinlich, glaube ich, aus dem 15er konvertiert. Sieht aber, gefällt mir eigentlich. Er sieht jetzt nicht so glänzend und so aus, aber er sieht irgendwie geil aus. Ihr seht es hier hinten, das ist alles ein bisschen verschwommen, wenn man da rangeht. Aber da guckt man eh nicht so drauf. Hauptsache das Große hier ist alles sauber und schön von der Ferne. Ja, es ist halt nicht ganz so schön alles, aber ich dachte mal, ist mal ein bisschen Abwechslung und sieht auch ein bisschen geiler. Und jetzt nicht geiler, aber sieht einfach mal ein bisschen was anderes. Dann haben wir hier nochmal die Quenneland Anhängerspritze Extract T4 mit, ich glaube, 36 Meter Arbeitsbreite. Ja, ist ganz schön. Dann halt kommen da drüben in die weiteren Wiesenbearbeitungs-Area. Einmal hier den Fenneland 9530C als Schwader, 4 Kreisel. Dann haben wir hier die Krone Big Pack, die hatten wir auch schon. Und auch nochmal einen Fenneland Wender, den 8512. Oder guckt der Baum rein. Die Halle habe nicht ich platziert. Das war schon automatisch schon da. Aber ja, sagen wir doch mal nichts. Gehen wir mal hier wieder raus. So, das ist der Teil hier. Hier unten habe ich noch eine Halle hin platziert. Die war vorher auch nicht da. Hier haben wir einen Abstellbereich für unsere zwei Rudolf-Anhänger.
Immer noch ein bisschen schöner machen, hier ist so ein großer Absatz. Dann hier hinten ist ein. Oh, kann da reinfallen, okay. Ist dieses Agro. Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Auf jeden Fall hängt halt mit Global. Oh, da muss ich noch vielleicht ein bisschen was machen, das ist eine Dülle. Also ist auch vorhanden, können wir unser Zeug verkaufen. So, dann hat. Die Halle hier habe ich auch nochmal platziert, weil wir ein bisschen mehr Unterstand brauchen. Und ihr seht, hier ist auch noch jede Menge Platz. Das Strohbergungs-Addon ist hier mit drauf. Könnte man auch mal irgendwann im Laufe der Zeit mitnehmen. Dann haben wir hier einmal ein Mähwerk von John Deere. Sieht zwar aus wie diesen ungeskinnter Pöttinger. Gibt es auf ModHub zum Download, könnt ihr alles mögliche auswählen. Krone und so weiter. Schmidling. Und John Deere ist auch mal wieder was anderes. Da ist unser Farmhouse. Auto haben wir noch keins. Hier haben wir den Seed Master. Das muss ich hier noch anpassen. Das sieht jetzt nicht ganz so schön aus. Da muss ich ein bisschen tiefer runter, damit der einigermaßen gerade ist. Seed Master haben wir hier. Also wir können uns selber mit Saatgut versorgen. Hier haben wir auch eine Halle, die bin ich nicht platziert. Die ist schon automatisch da. Da ist auch ein bisschen. Oh, kurz aufstoßen müssen. Ein bisschen Buschzeug drin und so weiter. Hier steht jetzt momentan noch nichts drin, da weiß ich noch nicht genau, was ich reinstelle. Wir haben 150.000 Euro momentan auf der Kante. Das heißt, da können wir schon noch das eine oder andere machen. Das einzige, was ich jetzt vergessen habe, ist CP. Das wollte ich eigentlich wieder draufnehmen, hab's aber dann komplett vergessen. Aber kommt dann mit bei der morgigen Folge ist CP vorhanden. Dreschen können wir noch nicht, also wir können noch nichts ernten. Warte mal, wir kommen zuerst mal nochmal zu den Sachen, was uns gehört. Das hier hinten ist automatisch so. Da ist noch ein Schweinestall. Falls wir, wir wollen ja Schweine machen. Oder ich wollte Schweine machen, weil sonst immer nur Kühe und so weiter. Da kommt jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen auf der Stappenbach hier Schweine. Uns gehören die Wiese 40, die 32 und die 31. Feldertechnisch die 86. Hier ist noch so ein größerer Platz, wo man was platzieren kann. Dann dieses Feld 85, die 82 ist eine Wiese. Er ist eine Wiese. Der Hof halt eben hier drüben, der Agrar-Z-Landhandel, so heißt er. Der war da nicht da. Weiß nicht genau, was da gefehlt hat, aber irgendwann war da nichts platziert. Und das habe ich mir gekauft und habe den dahin platziert. Und habe ich das Feld 80 schon gesagt, weiß ich gar nicht. 80 und die 77 auf jeden Fall noch. Das ist jetzt unser momentaner Stand an Feldern und so weiter, was wir haben. Also sprich 1, 2, 3, 4 Wiesen und 4 Felder. Also eigentlich relativ gut aufgeteilt, die alles beide von 4 jeweils. Und also insgesamt 8 Plätze, was uns gehören. So, wir fangen jetzt heute mal ein bisschen, will ich schon mal reinstarten, weil wir sind gerade bei 8 Minuten. Das war jetzt so Fahrzeugvorstellung und so weiter. Ich hoffe mal, ich glaube aber nichts, dass ich vergesse. Habe ich was vergessen? Nee. Oh, doch. Eieiei. Den habe ich ja ganz vergessen. Da bin ich ja vorhin vorbeigelaufen. Zwar ein oder andere wird sich schon denken, ja, wie will der denn dreschen ohne Drescher? Ja, der Drescher steht hier drin. Kann man die Tür aufmachen? Oh ja, die geht auf. Gehen wir mal bei der Tür hier mit rein. Und zwar, ihr seht schon, hier steht ein wunderschöner Class Tucano von. Ja. Die Anhängerkupplung haben wir vorne ein bisschen die haben wir abgeflext, sonst geht das hier nicht. Nur schöner Class Tucano vom Class Platinum Edition. Tucano 5, was ist es denn? Ein 580 ist geworden. Weil sonst hatten wir immer bloß Class Dominator. Und so ist auch mein Tucano geworden, ein bisschen größer. Gerade so, dass er in die Halle reingepasst hat. Ja. Jetzt dürfte, glaube ich, habe ich nichts mehr vergessen. Machen hier auch mal wieder zu. Hallo, Tür. Ah, jetzt ist Licht an. Ah, jetzt hier muss ich hingehen. Okay. Ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen, aber normalerweise nicht. Ja, und jetzt starten wir mal ein bisschen in die Arbeit. Und zwar werden wir heute mal gleich mal wunderschön Gras mähen. Und da nehmen wir auch unseren Glas Xerion 3800 mal in den Einsatz. Das ist schon ein wunderbarer Motorsound hier. Ich muss den aber nochmal kurz umkonfigurieren, weil
der dahin, weil ich wollte eigentlich mit dem rückwärts mähen oder beziehungsweise die Kabine halt eben umdrehen. Und dafür muss ich ihn kurz konfigurieren. Den lese gleich hier um die Ecke. So. Ja, ich möchte ihn gerne konfigurieren und zwar. Ja. Ist es denn da? Ohne Heckgewicht möchte ich ihn hier konfigurieren. Ja. Ups. Ich hoffe mal, den hat jetzt. Nö, ist noch so wie vorher, okay. Dann machen wir es das Problem, dass, wenn man da reingeht, ihr habt es ja gerade gesehen, dass er wieder auf Standard normal ist wie sonst. Ich schalte mir mal auf Allradlingo rum. Das Ding nämlich noch ein bisschen wendiger. Alter, ihr seht, das Ding hat Bock, Alter. Der will arbeiten. So. Gute Teil hat hier auch schön IC. Bisschen was auf und zu machen. Ist jetzt zwar ein bisschen blöd mit dem Class, beziehungsweise den Class Traktor zu fahren und ein John Deere Mähwerk, aber das werden wir dann in dem nächsten, da werden wir dann nochmal den Johnny vorhängen. Oder ihr könnt mir auch mal sagen, ob ich vielleicht das Mähwerk nochmal tauschen soll. Also sprich, dass das John Deere Dingens wegkommt und dafür ein Glas. Aber das hatten wir auch noch nicht in eins. Nee, hatten wir noch nicht im Einsatz. Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob wir da tauschen sollen. Normalerweise könnte man das da irgendwie ankuppeln. Ich weiß jetzt gerade nicht, wieso es nicht will. Wir klappen das mal ganz kurz aus. Oh no. Oder funktioniert das bei dem nicht? Doch, normalerweise schon. Also, normalerweise müsste es eigentlich funktionieren. Ich werde das jetzt ganz kurz mal ein bisschen hierher ziehen. So. Steigen wir mal hier ein. Vielleicht weiß man, weil wir auch nicht ganz richtig stehen. Nö, es will nicht. Frage ist, wieso will es nicht? Ja, das ist ein bisschen. Nee, es will nicht. Ja gut. Dann machen wir es vorne dann. Wenn es nicht will, also. Ich weiß jetzt zwar nicht, wieso es nicht will, aber es funktioniert irgendwie nicht. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, weil es ein Umbau ist, dass es einfach vergessen wurde. Auch normaler, also im Standard-LS kann man das doch auch noch ankuppeln, oder? Normalerweise schon. So, geh mal weg hier! Alter, die Hupe ist so geil. Endlich mal was, wo die Leute auch weggehen. Der hat gerade den Mann überfahren. Ich glaub's nicht. Eieieiei. So, hier geht's schon runter. Oh ja, die sind schon schön reif. Das gefällt mir. So, dann klammern das Teil mal aus. Zack, das haben wir nochmal angemacht. Den klappen wir auch aus. Und dann nehmen wir das ganz wunderschöne Gras hier. Ach, Alter, wie lange ich schon nehmen wir im LS mitnehmen. Schmetterlingsmäher gemäht habe.
Okay, wir dürfen hier nicht zu hoch, weil sonst erwischen wir hier nichts mehr. Die guten alten Wassergräben sind auch noch immer da. Oh, ich sollte vielleicht auch das Mehlverkoop machen. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Geht's jetzt? Sperren. Ja, jetzt hat man. Dachten wir doch schon, wir haben den Klassik Serie und der muss das doch schaffen. So, also können wir auch mal ausmachen hier. So. Ja, ihr seht schon, wenn wir in die Kurve fahren, wir können was kaputt fahren vom Gras. Oh nein, wir haben die Blümchen umgemäht. Das ist nicht gut. Da kriegen wir keinen Zuschuss. So. Ja, die Wiese hier ist nicht groß. Fahren wir einmal rauf. Und Stuhl knackst. So knackst der Stuhl. Naja. Ja, wo war ich jetzt? Genau. Das ist ja keine große Wiese. Da fahren wir jetzt. Ja, dreimal sind wir jetzt die volle Längsbahn gefahren und dann haben wir hier bloß noch oben das kleine Stückchen. Oh nein, ich habe was kaputt gefahren. Nee, 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 nee. Ja, schade, ich wollte eigentlich dann die Rückfahreinrichtung von dem Kollegen hier ausprobieren. Und ich habe es eigentlich schon ausprobiert, aber halt mit euch beim Mähen, wie ihr sich da macht. Aber das wollte nicht so, wie wir wollten. Ich hoffe mal, wir kommen hier rüber. Wer es noch kennt, hier ist so ein ganz schmaler kleiner Übergang. Ja, das geht. Das muss. Ach, halt, dieses alte Feeling. Herrlich. Mich freut schon sehr, dass die Stammbach wieder auch ein bisschen auf die alte Version angelegt ist. Also kein komplett, es ist eigentlich ein komplett Neuaufbau, aber von den Charakterzügen her noch der alten ziemlich ähnelt. Aber man sollte jetzt auch nicht mit der alten Version vergleichen. Oh ja. Ah, ist auch noch so ein bisschen. Ja, okay, hier ist keiner. Stimmt, genau. Da war ja immer. Ich dachte gerade, da ist ein Graben, aber hier ist ja nur so ein kleiner Grünstreifen. Ja, die Stappenbach ist wirklich, muss man wirklich sagen, ist im 17. und hier auch im 19. wahrscheinlich eine Legende. Oder im 19. wird es auch eine Legende werden, zusammen mit Hofbergmann. Die zwei sind halt einfach zwei der Hauptkarten. Ah, das Wasser damals war noch nicht so hoch. Ja, okay, es hat auch die letzten Tage wieder ein bisschen mehr geregnet. Dann ist natürlich das Wasser auch wieder höher. Ich habe eigentlich auch schon mal, ich habe nach einem Original John Deere Mähwerk schon mal gesucht, weil der umgeskinnte sieht dem Original halt nicht ganz so ähnlich. Aber ich habe kein Schmetterlingsmähwerk und auch kein anderes Mähwerk von John Deere gefunden. Ich habe gesucht auf jeder Plattform, habe es in Google angegeben, in alle möglichen Mod-Hoster, was es alles für Plattformen halt eben gibt, habe aber nichts gefunden. Da dachte man halt, ja, müssen wir halt das hier nehmen. Aber es sieht ja nicht komplett scheiße aus, also es ist akzeptabel, sagen wir so, es ist akzeptabel. Für mich auf jeden Fall, für euch weiß ich es nicht. Aber ich hoffe auch mal auch. Aber wenn ihr natürlich ein besseres habt, was wir hier verwenden können, ich bin für alle Vorschläge offen. Wir hätten natürlich auch das Quernland nehmen können, aber das ist, glaube ich, dann ein bisschen zu viel des Guten.
Wir haben ja so schon fast alle Geräte von Ferneland, oder wir haben alle Bodenbearbeitungs- und Wiesenbearbeitungsgeräte von Ferneland Land. Also kann keiner sagen, dass wir da nicht genügend haben. Nur nochmal, dass es auch gesagt ist, dieses hier ist kein Realismusprojekt, also nicht wie auf der Geiselberg mit ohne CP, ja, so ohne, dass wir nur bestimmte nur Anzahl von Helfern einsetzen. Oh, der hat mich gerade gerissen. Junge. Ich weiß auch nicht, wieso dieses Symbol oder dieser Erfolg freigeschaltet wird, wenn man eine Wiese gemäht hat, aber gut. Alter. Meine Pumpe geht gerade wie nochmal was, Leute. Das ist kein Scherz. Ich bin hier so schön entspannt am Meer und plötzlich ploppt da unten dieses Dings auf. Mit lautem Ton, Alter. Nee, 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 nee. Ich bin jetzt tatsächlich sehr froh, dass es geklappt hat. Mit der Stabenbach hier, weil anfangs habe ich sie runtergeladen, aber da hat. Ich bin reingegangen, es hat irgendwie nicht funktioniert. Ich dachte mir so, wieso funktioniert es nicht? Oh ja, Global Company ist irgendwie nicht aktiviert. Ja, gut, nochmal die neueste Version runtergeladen. Draufgezogen. Der noch ein bisschen Innenansicht hier. Draufgezogen auf. Beziehungsweise in den Modder rein. Okay, wir sehen hier nichts von der Außensicht. Ist jetzt wohl immer noch nicht da. 5 Versuche habe ich gebraucht, dann hatte ich immer keine Lust mehr. Dann habe ich es auf den nächsten Tag geschoben. Dann habe ich das nochmal versucht, hat immer noch nicht funktioniert. Dachte mir, ja gut, leeren wir mal den kompletten Mod-Ordner, alle Mods rausgezogen. Beziehungsweise alle ein Backup von erstellt und dann weg rausgelöscht aus dem Ordner. Dann nur die Staffenbach und nur die neueste Version von Global Company reingezogen. Hat funktioniert. Alles war gut. Dann alle Mods, die wo ich halt eben drin hatte, wo ich dieses Projekt halt eben brauche, auch wieder reingezogen. Und jetzt sind wir hier, wo wir sind, in der Aufnahme für die Folge, für morgen oder für heute, besser gesagt. Und fertig mit einer weiteren Wiese. Und fertig auch mit der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und unterhalten. Ab morgen wird auch CP vorhanden sein. Schreibt gerne eure Wünsche in die Kommentare, was zum Beispiel noch für Fahrzeuge kaufen könnten. Und ganz wichtig, ob euch das Projekt gefällt oder nicht. Oder ob zum Beispiel, ob ihr auch Vorschläge zum Beispiel für ein anderes Mähwerk habt. Und ich glaube, das war dann alles, was ich an euch zu rausgeben hatte. Ja, wir sehen uns dann morgen in der weiteren Folge hier auf der Stappenbach und dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen restlichen Sonntag und einen guten Start in die Woche und bis dahin haut rein, Leute, und ciao, ciao.